Herzlich willkommen bei Orca Chess. Heute geht's weiter mit der Stockfish vs. Orca Chess Session. Und in diesem Video fordere ich Stockfish Stufe 3 heraus. Und ich habe wieder die weißen Steine zugelost bekommen. Spielen wir nochmal E4. Riskieren wir's. Okay, jetzt kommt E5. Das hatten wir bisher noch nicht. Das ist ein guter Zug natürlich. Klassisches Schach. Ich spiele Springer F3. Und er spielt Russisch. Russisch, oh wow, wow. Was machen wir gegen Russisch? Spiele ich jetzt mal Springer C3. Und versuche so ins 4-Springer-Spiel zu gehen. Jetzt spielt er D5. Kann ich jetzt eine hier nehmen auf E5? Oder soll ich hier nehmen? Ich nehme jetzt mal hier, wenn er schon so fragt. Nehmen wir den auch. Ich will mal D4. Hui. Jetzt macht er C6. Ist aber ganz schön mutig, oder? Spiel mal Springer G3. Wahrscheinlich möchte er jetzt mit F6 diesen Springer hier gewinnen, genau. Ich könnte es hier mit F4 decken oder Dame E2 spielen. Ich sollte doch jetzt eigentlich einen Bauern mehr haben, oder? Ich glaube, dass das doch nicht schlecht ist, oder? F4. Was kommt er da mit dem H5? Kann ich jetzt rausnehmen auf H5 in meinem Springer? Oder es vielleicht gut läuft, E2 zu spielen, dann das Rochaderecht ihm zu nehmen. Ich möchte den Turm aktivieren, verstehe ich schon. Nehmen wir das mal an. Wir trauen uns. Jetzt kommt der. Jetzt könnte ich aber auch mit dem Springer auf F6 schlagen. Dann nimm die Dame und dann verliere ich den Springer da vorne nicht mehr. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, oder? Springer schlägt F6. Also kurz rochieren möchte Weiß ja auch nicht mehr bei diesen ganzen offenen Linien. Aber ich Läufer D3 ist eigentlich nicht schlecht aus. Einfach nochmal auf den G6 drücken. Jetzt könnte man vielleicht doch rochieren. Das ist der Turm schön, wenn der H-Linie wegkommt. Jetzt rochieren wir. Was spielt man hier? Dame F3? Nee, Dame E2 vielleicht. Kann ich den Läufer irgendwie geschickt entwickeln? Der muss ja auch irgendwann mal raus. Der möchte ja auch mitmachen. F5 ist auch spannend. F5. Ja, Dame E2 sieht schon gesund aus. Okay, jetzt zieht die Dame hier rein. Ich liebäugle immer mit dem F5-Zug. Gerade jetzt, weil wenn er jetzt nimmt, aktiviert er zwar seinen Turm, aber Läufer schlägt F5 sieht schon sehr gefährlich aus.
und ich entwickle meinen Läufer auf C1. Also so meine ich das, genau, zack. Und der wird dann auch frei und könnte dann hier hingehen. Und dann atmen auf einmal alle Figuren auf. Also der wird auch aktiviert. Ist es gut, hier F5 zu spielen? Natürlich auch wieder, das sind auch wieder zwei Seiten der Medaille. Halt einmal, ich aktiviere meine eigenen Figuren. Aber die andere Seite ist, okay, ich aktiviere jetzt voll den Turm. Und der Turm steht dann hier richtig massive auf meinem König. Aber er hat ja noch gar nicht so viele Figuren entwickelt. Ein Turm allein kann er dem König mit diesem Bauernschutz auf G2 nichts anhaben. Kommt, das riskieren wir. Und er nimmt nicht. F6 sieht jetzt auch nicht, sieht auch stark aus. F6, F7. Nehmen ist auch stark, öffnet die Linie, die Turmlinie. Ich glaube, hier gibt es viele gute Züge. Ich glaube, das Nehmen ist halt richtig gut, was auf der einen Seite den Turm aktiviert und der Läuferschutz aktiviert und auch noch das Angriffspotenzial des gegnerischen Turms eindämmt. Ich nehme jetzt mal so, weil solange der Bauer da steht, wirkt der ganze Turm gar nicht voll gegen meinen König. Also ein Angriffszug und ein Verteidigungszug gleichzeitig. So was, vorher wollte man ja eigentlich den Läufer auf H6 entwickeln. Und das könnte man jetzt tun. Läufer F4 ist auch gut. Läufer H6 ist halt auch Forst. Greift den Turm an. Er muss auf Turm G8 ziehen. Sonst ist er platt. Oh. Er sagt, er ist nicht platt. Wenn er das nicht tut, okay. Dame B4, das sieht schon komisch. Der Zug sieht komisch aus. Er möchte jetzt wenn ich den schlage, möchte er danach hier schlagen mit Schach. Das Ding ist aber, ich kann jetzt den ganzen Turm doch nehmen. Und wenn er hier schlägt, gehe ich einfach mit dem König weg. Und alles ist doch gedeckt. Der Springer ist ja durch den Läufer dann gedeckt. Ja, wenn ich hier nehme, müsste doch der gedeckt sein. Und wenn die Dame dann hier nimmt, ist es zwar ein Schach auf meinen König, aber ich kann doch einfach dann rüber. Und trotzdem ist doch alles gedeckt. Übersehe ich jetzt hier was? Gut. Ich riskiere was. Jetzt einfach weg, oder? Spieler den, Springer D7. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, mal den zweiten Turm in die Mitte zu stellen. Auch, glaube ich, so eine goldene Eröffnungsregel, Entwicklungsregel. Die Türme schön auf die offenen Linien ziehen. Okay, er geht mit der Dame von D4 weg. Wahrscheinlich hat er Angst gehabt vor einem Abzug. Ah, jetzt habe ich ja trotzdem einen Abzug. Ich habe jetzt ja richtig viel Druck auf diesem Läufer hier. Das ist schon sehr verdächtig. Sehr verdächtig ist das, ist die Stellung. Kann ich jetzt hier Schach geben dort unten? Irgendwie, ne. Wenn ich jetzt hier nehme. Also jetzt, es wäre sogar schon matt. Also wenn ich jetzt hier nehme und er nimmt mit dem Läufer. Ich zeige mal, was ich denke. Okay, wenn ich jetzt hier nehme und er würde mit dem Läufer zurücknehmen. Dann kann ich doch mit meinem Turm hier auf F8 Schach geben. Und da meine Dame und der Turm hier steht und der Läufer gefesselt ist, wäre das doch Schachmatt. Oder sehe ich das falsch? Aber natürlich kann er auch mit dem König nehmen, wenn ich hier nehme. Aber dann, wenn er mit dem König nimmt, kann ich doch den anderen Turm von F1 nach F7 stellen und gewinne nochmal eine Figur. Oder? Sieht eigentlich schon stark aus, oder?
Dame B4. Jetzt kann ich sogar den Springer behalten. Jetzt kann ich ihn einfach wegziehen, oder? Wie spielt man jetzt das? Das ist jetzt natürlich... Ich kann es ja noch, ich kann jetzt auch mit dem Schach gehen, mit dem Turm. Das ist aber dann nicht Schachmatt, weil er mit dem König ja den rausschlagen kann. Nachdem er hier rausgeschlagen hat, könnte ich dann mit meinem Läufer hier Schach geben. Auf F5. Wo geht er dann hin? Dann kann er ja auf D6 gehen, oder? Riskieren wir das. Opfern wir die Figur. Das sieht sehr spannend aus. Einziger Zug. König schlägt F7. Jetzt kann ich auch mit der Dame hier einen Schach geben. Also noch stärker, oder? Aber richtig matt wird's auch nicht. Ich kann, genau, was ich sehe. Dame E6 Schach. Dann geht er hier hin und dann läuft auch der König dort raus und überlebt. Das ist meine grobe Kalkulation. Wie kann man das jetzt hinkriegen, dass der Junge dort hier nicht rauslaufen kann, der Stockfish? Sonst, ja, sonst rutscht er mir aus den Händen quasi, so glitschig. Okay. Wie kann man das machen, dass man diese Fluchtfelder dem irgendwie wegnehmen? Geht es? Dame E5 zum Beispiel, aber Dame E5 ist das gut, das sieht irgendwie... Dame E5. Dame E5 ist gar nicht so blöd, glaube ich. Dame E5. Soll ich auch geht es Turm F7 spielen? Und dann die Figur gewinnen? Irgendwie hat man jetzt häufig in so Stellungen einfach den Anspruch, was Konkretes zu finden. So eine richtige forcierte Schachmatt-Variante. Aber wenn das halt nicht geht, ja, muss man auch nichts erzwingen in so einer Stellung. Läufer F5 ist auch interessant, genau, Läufer F5 ist auch interessant, aber dann läuft er doch auch raus. Dann ist er weg. Dann ist er wirklich weg. Dame E5 wäre so ein Versuch, diese Fluchtfelder ihm wegzunehmen. Ha, wahrscheinlich kann er einfach davonlaufen, oder? Seht ihr eine Möglichkeit? Also schreibt mal in die Kommentare, ob man hier wirklich ihm die Fluchtfelder wegnehmen kann und wirklich jetzt ein forciertes Matt in 3-4 Zügen. Ist sowas hier in der Stellung? Ich spiele jetzt mal den. Das ist auch ein guter Zug. Einfach hier die Figur gewinnen. Ist aber jetzt kein direktes Matt. Also es dauert wahrscheinlich jetzt noch 10 Züge. So. Dame oder Turm? Turm, komm. Ja, nehmen wir den mal mit dem Turm raus. Okay, jetzt geht er dahin. Jetzt könnte ich hier nochmal Schach geben. Dann läuft er... Okay, jetzt ist er ein bisschen anders, glaube ich. Oder? Zack. Den könnte ich machen. Ich gebe jetzt mal nochmal das Schach. Dann muss er hoch auf C7 oder auf D7. C7 ist besser, weil er dann da hinten rauslaufen kann, genau. Jetzt kann ich jedoch die Dame gewinnen. Ist auf jeden Fall ein guter Zug, einfach die Dame zu gewinnen. Es gibt leider keinen Matt, dann nehmen wir jetzt mal die Dame. Und er schlägt den Läufer raus. Oh, 2:50, das wird noch knapp. So, jetzt ist er da hinten drin.
So, nehmen wir den Turm. Okay. Schwenken wir den Turm. Okay, jetzt weicht er aus. Jetzt möchte er, dass ich keine Schachs direkt habe. Ich könnte es hier einen Schach geben. Geben wir mal das Schach. Jetzt geht er wieder zurück. Nehmen wir mal hier raus. Es sind beide Türme aktiviert. Jetzt spielt er den. Geben wir mal der Dame hier Schach. Dame D4. Ah, nur D40. Jetzt muss man echt schnell machen. Das kann man hier noch auf Zeit verlieren. Das wäre unangenehm. So. Es ist jetzt gut, hier den Turm zu opfern. Ich opfer jetzt mal den Turm da hinten. Um hier einfach eine schöne Figurenharmonie zu bekommen. Genau, Damenturm. Das ist sehr gefährlich, also das wird es ziemlich schnell gehen. Und hier gibt es zwei verschiedene Schachmattzüge. Okay. Also einfach mal kurz das Video anhalten und einfach die Züge finden. Dann löse ich auf. Ich darf auch noch nicht auf Zeit verlieren, also genau anhalten. So, Lösung 1 ist Dame B6 Schach und Matt. Also der hat keine Felder mehr. Lösung 2 ist Dame von C5 auf A3. Auch Schach und Matt. Okay, das war Stufe 3 von Stockfish. Also ich bin gespannt, was es kommt bei Stufe 4. Also ich spüre schon, also die Engine, die Maschine wird stärker und stärker. Mal schauen, wie lange das noch geht. Aber ja, bis zum nächsten Mal bei Orca Chess. Chess is King. Ciao, Leute.